Hallo meine Lieben, es ist wieder Sonntag und somit Zeit fürs Wochenupdate. Die Woche war, 200 Gramm ist ja einmal Toilette. Aber egal, 200 Gramm ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung und ich muss sagen, ich habe die Woche schon fast ein bisschen Füllerei betrieben, insofern ist das auch vollkommen okay. Wir fangen mit den Fakten an. Also 200 Gramm habe ich die Woche abgenommen. Bin jetzt bei 87,7. Ihr seht irgendwo ein Foto. Und dann gucken wir doch mal, was die Maße sagen. Hüfte sagt 108. Taille sagt 95. Ne? Brust 112. Und Oberarm 33. Dum, 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 dum. Heißt Taille 1 cm weniger. Und Schenkel, habe ich da 61 oder 60 gesagt? Entweder gleich oder 1 cm weniger. Ich gucke nachher nochmal nach. War zu erwarten. Ne? Also 200 Gramm weniger und das bisschen weniger, das ist, wie gesagt, für diese Woche vollkommen okay, weil ich habe die Woche tatsächlich etwas Füllerei betrieben. Ich hatte 15 Wochenpunkte übrig jetzt am Ende, was nicht viel ist. Naja. Und ich war auch ganz schön faul, muss ich gestehen. Also naja, faul ist übertrieben, aber ich habe schon weniger gemacht als sonst. Ich bin allgemein immer irgendwie noch ein bisschen matt. Liegt zurzeit viel rum und ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, bin ich momentan. Aber bei mir ist es auch irgendwie echt tatsächlich wetterabhängig. Heute zum Beispiel ist wieder geiles Wetter und wenn das Video gleich hochlädt, wollen wir rausgehen und ich will heute auch noch ein bisschen was schaffen und wenn scheiß Wetter ist, dann klingt Andrea auf der Couch. Naja. Also die Woche war essenstechnisch für mich ein bisschen schwieriger, weil ich mein Frühstück, so wie ich es euch gezeigt habe, zurzeit irgendwie nicht mehr runterkriege. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es mir nicht schmeckt oder so. Aber ich bin einfach momentan extrem schmerzempfindlich an den Zehen und der Joghurt ist mir einfach zu kühl. Ich krieg's nicht in mich rein. Also der steht dann teilweise den ganzen Tag und am Ende des Tages kippe ich die Hälfte weg, weil mehr einfach nicht reinging. Weil ich tatsächlich Zahnschmerzen dabei bekomme. Ich hoffe, dass es nicht irgendwo... Also ich kann das auch gar nicht genau definieren, woher es kommt. Aber es sind alles Zähne, die mir wehtun, die schon bearbeitet wurden. Insofern bin ich guter Dinge, dass ich wirklich das Schlimmste hinter mir habe, weil an sich sind wir ja mit Bohren komplett fertig. Und ja, wahrscheinlich liegen meine Zahnhälse einfach nur frei und meine Knirschschiene passt auch nicht mehr durch die ganzen Füllungen so richtig. Und ich habe jetzt noch zwei Arzttermine, wo wir einmal eine Zahnfleischbehandlung machen wollen. Und einmal eine neue Knirschschiene. Und ich bin guter Dinger, dass wenn das erledigt ist, das dann auch wieder klappt. Und dann klappt es auch wieder mit dem Essen bei mir etwas besser, weil wenn ich kein ausgewogenes Frühstück habe, dann mampfe ich irgendwie mehr. Ist mir ziemlich aufgefallen. Und ohne den Joghurt reicht mir mein Frühstück nicht. Ne? Das ist blöd. Naja. Wird auf jeden Fall, aber momentan geht es mir halt mit dem Kauen immer noch nicht so gut und naja.
Ich hoffe mal, dass das jetzt bald wird und dass wir nicht noch mal was Neues finden. Ja, ansonsten habe ich die Woche euch ja schon mal in dem Freitagsvideo, glaube ich, erzählt, dass ich einen Sport wieder für mich entdeckt habe, den ich vor der Schwangerschaft schon mal angehen wollte. Also Sport ist fast zu viel gesagt. Jetzt muss, ausgerechnet jetzt fängt mein Mann draußen an zu rechnen. Ich mache mal kurz das Fenster zu. Sei leise. Ja, okay. Ich gehe dann raus in den Garten und mache vom Fenster Lärm. Wo war ich gerade? Sporthulu? Genau, habe ich euch ja schon erzählt. Wenn ich es ein bisschen besser kann, zeige ich es euch genauer. Der steht gerade im Wohnzimmer. Also ich zeige euch das im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen, denke ich auf jeden Fall. Momentan ist es mir. Ich weiß nicht. Ich glaube, das sieht ziemlich bescheuert aus, wie ich das mache. Aber ich werde einfach mal demnächst das aufnehmen und mir angucken, wie das aussieht. Ja. Egal. Und Poise muss ich sowieso noch ein bisschen üben. Also ich denke, ich werde da zwei getrennte Videos machen. Das gehe ich halt momentan wieder an. Also für alle, die mein Freitags-Blabla-Video nicht gesehen haben, auch hier nochmal als Tipp. Wenn ihr normalen Sport nicht so richtig durchhaltet, dann fangt doch mit Jonglieren an oder so. Weil da kann man immer was dazulernen und man macht im Prinzip keinen Sport um des Sportes willen, sondern man macht nebenbei Sport, wenn man neue Tricks trainiert. Und so geht es mir halt mit dem Poise, dass ich da eigentlich gar nicht daran denke, unbedingt, dass das ja mein Körper beansprucht, sondern ich möchte halt mir die noch rückwärts überkreuzen und hin und her und dies und das und jenes. Und das ist schon was anderes, wie Jung oder so. Und das mit dem Hula Hoop, das ja, macht mir momentan auch recht viel Spaß. Das habe ich jedenfalls die Woche beides einmal nur gemacht, als gutes Wetter war. Dann am Donnerstag, ja, am Donnerstag, da war Feiertag, gell? Genau. Da war ich mit dem Kleinen dann im Tragetuch draußen spazieren, war mein Mann ja auch da und ja, war auch relativ gutes Wetter zwischenzeitlich. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich habe keinen Bock auf Wagen. Und dann hat mein Mann die Wickeltasche getragen und ich habe den Kleinen im Tragetuch getragen. Und gestern habe ich das komplette Kinderzimmer geräumt, was auch recht anstrengend war. Also das war auch schon alles an Bewegung, was ich die Woche hatte. Ja, dafür habe ich gestern endlich mal geschafft, die Kleidung von einem halben Jahr wegzusortieren. Die werde ich dann irgendwann im Herbst anfangen zu verkaufen. Sonst fällt mir gerade gar nichts mehr ein. Nö. Heute ist wieder schönes Wetter. Wir haben uns vorgenommen, ich glaube, ich habe das schon gesagt, oder? Wenn das Video gleich hochlädt, dass wir dann eine Runde rausgehen. Ob mit Wagen oder so, weiß ich noch nicht. Und ja, dann werde ich nachher wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mit dem Poise üben. Gucken wir mal. Mir fällt mir gerade nicht ein. Habt ihr irgendwas, was ihr vielleicht speziell auch wissen wollt, so zum Thema Weight Watchers oder so? Also momentan erzähle ich euch ja mehr oder weniger jede Woche das Gleiche. Ich bin am Überlegen, wie ich da was ändern könnte. Oder ist es so okay für euch? I don't know. Ja. Sagt's mir mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt das Wetter. Habt viel Spaß. Und allen da draußen, die auch am Abnehmen sind, viel Erfolg. Lasst euch nicht unterkriegen, wenn es so ist wie bei mir jetzt die Woche. 200 Gramm ist nicht viel, aber ey, immerhin. Lieber 200 Gramm weniger als 200 Gramm mehr, ne? Oder gar keine Abnahme oder was weiß ich. Der Sommer kommt, das Wetter wird schöner, dann hat man auch wieder Bock, sich zu bewegen. Das passt schon. In einem Jahr bin ich dann schlank. Okay, ciao.